Willkommen zurück zu Dragon Quest. Ja, im letzten Part haben wir den Rang S geschafft und heute geht es endlich los. Wir stellen uns der ersten Dagoverna-Prüfung. So, you have decided to take the Dragovian Trials. I hope you'll allow me to accompany you as Munchie again. Actually, it isn't a request. We've come together this far. I have every intention of us staying together until the end. Let us go then to the heavenly dais, where the Lord of the Dragovians awaits. Ja, dann machen wir uns doch auf den Weg. Ja, Shenmue ist weiterhin dabei als Munchie. Und hier geht's jetzt über das himmlische Podium. Ich werde euch, und das sage ich euch jetzt eben, nicht jedes Mal das himmlische dieses himmlische Podium den Weg aufbürden. Ich mache den jetzt noch einmal hier. Und beim nächsten Mal werde ich euch direkt dazu schneiden, wenn wir vorm Tor stehen und den Fürsten der Dragovianer herausfordern. Ich bin jetzt nicht voll geheilt unterwegs, da ich direkt nach der Monsterarena gegangen bin und hier dachte, man könnte übernachten, aber irgendwie war das nicht der Fall. Weiß auch nicht warum. Jedenfalls, wir werden jedes Mal vor der jeweiligen Prüfung geheilt vom Fürsten der Dragovianer und dann ist das wohl in Ordnung. Dann geht das wohl. Ja. Was Interessantes hier gibt es nicht auf dem Weg. Die Prüfung an sich, ja, weiß nicht, wie lange sie dauert. Es ist einfach halt ein Bossfight gegen einen jeweiligen neuen Drachen jedes Mal. Die Drachen werden natürlich auch immer schwerer und am Ende erwartet uns, ja, das werdet ihr dann sehen, was uns am Ende erwartet. Und was für Belohnungen wir bekommen. Für jede bestandene Prüfung erhalten wir eine Belohnung nach Wahl, die eigentlich immer relativ cool ist. Also ich weiß auch immer, was ich als erstes nehmen werde, weil ich dadurch dann noch mehr produzieren kann, sag ich mal. Ich habe mir auch schon überlegt, was wir nach der Dragovianer-Prüfung machen. Natürlich werde ich euch das alternative Ende auch noch zeigen, das ist ganz klar. Zählt für mich natürlich dazu. Aber ich habe mir noch was anderes überlegt, das kommt aber erst später. Also, ihr habt noch... wir haben noch einige Parts vor uns. Ich hoffe, dass ich pro Part ein Fight kriege. Hätte ich gerne. Ich weiß nicht, ob ich zwei reinpacke in einem Fight. Das muss ich sehen von der Dauer her, wie lange das dauert. Aber an sich würde mir ein Fight pro Part würde mir super gefallen. Aber das ist alles Wunschdenken, das ist alles jetzt Zukunft und jetzt ist hier Gegenwart und das bedeutet Fight gegen den Fürsten der Dragovianer. Die erste große Prüfung. Wir haben drei Stück Orichalcum. Also ich muss auf jeden Fall nach diesem Part mal ein bisschen gucken, was man noch so fabrizieren kann. Jedenfalls, los geht's. Welcome back, brave warriors. So, now you know the whole truth. Our misjudgment and close-mindedness has caused much strife. For this, I apologize. I suppose your presence here means you wish to undertake the Dragovian trial. This pleases me. It has been many centuries since a challenger last requested a trial of me. Very well, brave warriors, defeat me and prove your true quality. Showtime. Der Fürst der Dragovianer. Dieser Fight hat zwei Formen. Zum ersten müsst ihr den Fürsten der Dragovianer besiegen und dann eine Drachenform. Wir müssen jedes Mal gegen den Fürsten antreten. Ich sage jetzt einmal die Werte des Fürsten. Der hat 3000 LP, 255 MP, 418 Angriff, 211 Verteidigung und eine Flinkheit von 152. Die bleiben immer gleich, die ändern sich nicht. Zu den Drachenformen komme ich jeweils, wenn es soweit ist. Der Fürst besiegt den schnell. So schnell wie möglich. Egal, was ihr macht, der muss schnell weg. Weil er ein ekelhaftes Siegel erstellen kann, was ein Dragovianer-Siegel ist oder sowas. Und das bannt euren Helden für die Dauer des Kampfes wahrscheinlich. Also nicht für die ganze Dauer, aber doch für eine längere Zeit. Und das umgehen wir,
indem wir ganz einfach mit allem draufhauen, was wir haben, und das Focus Tambourin nutzen. So, das ist die Drachenseele. Nice. Ist natürlich noch lange nicht das, was man als Höchstes aufbauen kann, aber das kommt noch. Er darf übrigens auch zweimal angreifen. Der Fürst. Ja, das ist das Dragoviana-Siegel. Boah, nicht getroffen. Nice. Die anderen drei sind nie davon betroffen. Aber der Held ist eigentlich... Autsch, regelmäßig davon betroffen. Das wundert mich, dass er jetzt nicht getroffen hat. Finde ich aber wunderbar. Habe ich nichts gegen. Dass dieses Mal das Siegel nicht trifft. Du Schweine, sagte er. Ich glaub's ja nicht. Da reicht er aus. Okay, Stoßwirbel. Axt der Angst. Zwillingsdrachen. Fokus Tambourin. Ach, Mist. Jessica schneller, ne? Hm. Haltet euch nicht zu lange mit dem auf. Ihr könnt natürlich auch jederzeit ein Monster-Team rufen. Aua. Jetzt wird's eklig, jetzt muss er weg. Also das Ziel sollte ungefähr sein, den nach 3-4 Runden den Fürsten der Dragoviana umzuhauen. Damit er wirklich keinen großen Quatsch machen kann. Das sollte eigentlich jetzt auch bald der Fall sein. Ja, seht ihr, jetzt ist er besiegt. Das war der einfache Teil. Wir kriegen auch, glaube ich, gar nichts dafür. Ne, der Kampf ist so zu Ende. Es geht direkt in Phase 2. Und zwar werden wir nicht geheilt. Wir können aber wieder neu ein Monster-Team beschwören. Willkommen zum ersten Prüfung Zinnoberdrache. Erinnert ein bisschen an den ersten Gegner. Der Zinnoberdrache hat 5100 Lebenspunkte, keine MP, 525 Angriff, 237 Abwehr und 126 an Flinkheit. Der kann zweimal angreifen, macht normale Angriffe, kritische Angriffe, macht einen Flammenatem, Gigablitz, was mich blenden kann, und einen furchterregenden Schrei, dass man halt umfällt. Ganz wichtig, Leute. Schützt. Der kann keine Eiswelle, das heißt, ihr könnt super schön zaubern, was ich auch machen werde. Und dich? Ja doch, machen wir in dieser Runde den. So, Konzentration mit Duran, das ist ganz gut. Der macht ja keine Eiswelle. Die Abschirmung ist für das Feuer wichtig. Und die Mega-Stärkung nachher für Yengis ist für den unglaublichen Angriff für den wichtig. Der Angriff nervt halt wirklich. Die sämtliche Drachen haben einen unglaublich hohen physischen Angriff. Okay, das ist uncool. Ach, Mann. Oh, das ist ganz bitter. Zack, 167. Ja, ihr seht das. Das ist jetzt echt bitter. Yengis macht auf jeden Fall nochmal eine Mega-Stärkung. Und Jessica, ja, Energieschub. Oder was machst du denn? Oh, eine Beschleunigung kannst du mal machen. Naja, uncool. Okay, da ist der Gigablitz. Duran wird getäuscht, Yengis wird getäuscht, Jessica wird getäuscht und Angelo, also alle, okay. Heißt, wir müssen auf Zauber umswitchen. Sollte kein Problem sein. Boah, seht euch den Wert an, was die Schnelligkeit erhöht. Durch die Konzentration, ey. Gut, Mega-Stärkung sitzt auch. Das ist natürlich nochmal super für unsere Abwehrkraft. Aktimell, ne? Okay, Duran zaubert die Mega-Heilung. Yengis macht Armee der Alten. Jessica muss jetzt einfach zaubern. Nochmal Energieschub. Auf Duran? Ja, und Angelo. Was machst du? Nochmal Fokus Tambourin, würde ich sagen. Naja, komm. Hau nochmal auf die Pauke. Das Fokus Tambourin wird geschlagen. Die Mega-Heilung sitzt. Perfekt. Damit ist er wieder beim Anfang. Könnt natürlich auch mal tauschen. Aber komm, jetzt greifen wir ein bisschen an hier. Zur Not können wir ja switchen. Da kommt die Armee der Alten. Der macht guten Schaden.
Ja, der zieht immer gewaltig ab. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, diesen Verzweiflungsangriff, da hilft auch keine Erhöhung der Abwehr. Denn genau wie kritische Treffer, die funktionieren halt immer. Ja, uncool. Ich bin mir nicht sicher, ob Drachenseele funktioniert. Probier's einfach mal, ne? Du machst mal einen Helmspalter, vielleicht zieht das auch. Jessica zaubert Energieschub. Für Jengis und Angelo macht mal eine Vollheilung für Jessica. Danke. 506, nice. So, ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, die Drachenseele. Bin mir absolut nicht sicher. Doch, trifft. Okay. Interessant. Endspalter sitzt da auch. Nice. Und seine Abwehr wird geschwächt. Wow. Alter, hör doch mal auf damit. Ey, immer diese Verzweiflungsangriffe. Oh oh. Esther, Jessica ist tot. Na gut. Das macht nicht wirklich was. Magiegaschlitz haben wir auch nicht gezeigt, ne? Du nochmal und du hast ja die Wiedergeburt. Zack. Jessica wiederholen. Alles easy. Wir haben drei Leute. Oh, Giga-Schlitzer. Der sieht so geil aus, der Giga-Schlitzer, ne? Jessica kehrt ins Leben zurück. Wir haben drei Party-Members mit Wiedergeburt, was einfach nur immer geil ist. Der trifft auch noch jedes Mal, ey. Richtig krass. Okay, da haben wir den Schrei. Gut, Duran ist nicht betroffen, das ist schon mal sehr gut. Keiner ist betroffen, schön. Was der mit seinem Gigablitz alle hat, ne? Von noch heftigeren Sinnestäuschungen geplagt. Kannst auch nichts gegen machen, ey. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal... Huch, nee, Fähigkeit. Ja, hallo? Ach ja, Teamruf. Machen wir mal den Metallstampfer rein, würde ich sagen. Ja, oh, Trubeltrio. Machen wir eine Runde, ein, zwei Runden oder sowas. Machen wir mal Damage jetzt. Ja, der Stromkillerangriff, nice. Richtig schön gegen den Drachen. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, wow. Das sieht einfach, die sehen so geil aus, die Drachen. Boah, über 1000. Okay, das ist uncool. Das ist uncool. Das funktioniert auch auf mein Team. Das heißt, die sind an sich jetzt relativ wertlos. Ja, sind alle nicht beeindruckt. Wir probieren noch eine Runde, weil er nicht wirklich angegriffen hat. Noch ein Stromkillangriff, nice. Ja, ist natürlich ätzend. Ja. Ja. Schade. Da kannst du natürlich nichts machen, wenn sie nicht treffen, ne? Danke vielmals. Okay, ab, haut ab. Das bringt nichts. Wir sind immer noch von Sinnestäuschung geplagt. Wir haben aber noch die Möglichkeit des anderen Teamrufs, Durans Desaster. Die sollen auch was machen für ihr Geld. Ich gucke auch nebenbei immer auf die Uhr, wie viele Minuten jetzt vergehen, wie viel ich euch zumuten kann und wie viel dann auch wirklich passt. Ne? Der ist natürlich jetzt extrem nervig wegen seinem bescheidenen Gigablitz, weil sonst hätte ich ihn schon längst umgekloppt. Oha, okay, das können wir keine zwei Runden machen. Weil er meinen Octurion sonst kaputt haut. Ja, nee, das bringt nichts. Das bringt nichts, Jungs. Zum ursprünglichen Abwehrkraft wieder, das ist schon richtig bescheiden. Aber ich glaube, der hat auch nicht mehr viel. Dragon's Soul, Helmspalter, Zwillingsdrache, Fokus Tambourin. Ich will ja mal auf Angriff gehen, ne? Der Rest ist ja alles noch hoch. Abwehr ist noch hoch, Abschirmung ist noch da. Ich werde mal ein bisschen versuchen anzugreifen. Und der Energieschub ist ja natürlich auch noch da. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, ob Drachenseele immer sitzt, wenn es jetzt auch trifft. Okay, dann bin ich relativ sicher, dass Drachenseele nicht von den Sinnestäuschungen beeinflusst ist. Yes, da liegt er. Der Zinnoberdrache ist besiegt.
13.000 Erfahrungspunkte, nice. Leider kein Item, die Chance besteht. Nein. You deserve a reward for your efforts. Choose something, and it shall be yours. Gut, ich werde nochmal eben meinen Gedanken zu Ihnen erzählen. Die Chance besteht bei jedem Drachen zu 12,5%, dass er seinen Talentsamen droppt. So, wir können jetzt auswählen. Eine Belohnung. Verstecke den Alchemiekessel. Ich möchte ein legendäres Teammonster. Dragovianer-Klinge, Rüstung, Schild oder Helm. Ich nehme als erstes immer, meistens, den Kessel. Very well. Ja, mach. You shall have it. Der Alchemiekessel ist zu einem super Alchemiekessel geworden. Jetzt kannst du damit im Handumdrehen neue Gegenstände erschaffen. Nice. You shall have that which you desire. But further Dragovian trials await. If you would like to test your might with another trial, return to the Dragovian Sanctuary and seek me out. When you do, be prepared to feel the full power of the Lord of the Dragovians. Very well. I shall transport you back to the Sanctuary. Gut, den Text lässt er jedes Mal ab. Den wird er das nächste Mal auch entfernen. Das ist ja auch Quatsch, sich das anzuhören. Wir haben jetzt den Super Alchemiekessel, was heißt, wir können alle Gegenstände sofort herstellen, ohne dass wir da Zeit für investieren müssen. Und das ist natürlich Sahne. Das ist Sahne. Wir werden das gleich mal nutzen. Ich zeige euch das gleich mal. Oh, ein bisschen gucken hier. Oh, da ist er. Das ist der Super Alchemiekessel. Und wir fangen mal an, indem wir, das habe ich letztes Mal ja noch abgebrochen. Ja, ich muss eben gucken. Da. Du und... Du. So, jetzt pass auf. Das dauert eigentlich unglaublich lange. Ah, das sieht gut aus. Bummfähig. Ist das nicht geil? Also so schön, ne? Und ich denke, ich werde jetzt einiges mal machen. Mal gucken, ob ich das mir das erst durchgucke und euch dann offscreen oder onscreen zeige. Wo ist jetzt der Rest? Bin mir doch sicher, dass ich noch alles hatte hier. Hallo? Hallo? Wo ist der Rest? Habe ich das nicht mehr? Doch, warte mal, da war die Tierhaut. Habe ich kein Tattoo mehr, da muss ich mir erst eins kaufen gehen. Dann muss ich das doch erstmal offscreen machen. Ja, ich glaube, ich habe kein Tattoo mehr. Oder ich sehe es gerade nicht. Ja, ich glaube, ich habe keins mehr. Ja, macht ja nichts, dann mache ich das jetzt erstmal offscreen. Und ich schalte euch beim nächsten Mal wieder dazu. Bereite jetzt alles vor und wir sehen uns bis gleich, Leute. Ciao!